Hi YouTube, weiter geht's hier in Silent Hill. Wir sind im Nirgendwo. So stand das auch safe. Und wir gehen jetzt mal, ich glaube, wir müssen in den Keller. Wow. Geile Perspektive. I'm being summoned. What happened in this town? What could be making things like this? I have a feeling if I take the elevator down, I'll find it. Cheryl. Ah, oh, keine Karte. Da, was ist das denn? Da sind Schlüssel im Wasserhahn. Aber ich bekomme ihn nicht heraus, wie stark ich auch ziehe. Ich würde sagen, wir machen mal an, aber da ist kein Ventil. Verdammt. Gut, Schlüssel im Dingsbums. Müssen wir uns merken. Sind wir im Krankenhaus? Das ist aber im Krankenhaus, ne? Der Vogelkäfig ist abgeschlossen. Das Wort fallig ist in die Tür eingeschnitzt. Fallig. Alter, wie viele Schlüssel? In jedem Raum sind Schlüssel. Eine alte Uhr in ihres Mitte befindet sich eine quadratische Öffnung. Der Zeiger der Uhr. Er ist ein Schlüssel. Ich komme nicht heran wegen des Uhrglases. Irgendwas Quadratisches. Können wir Medikit da rein quetschen? Das hier? Nein. Nein, wir haben nichts. Kann man nochmal speichern. Ja, hier war der Schrank. Hier war der Schrank, den wir wegdrücken konnten. Jetzt sehen nichts mehr. So ein paar Krankenschwestern. Abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Das Wort Ophiel ist in die Tür eingeschnitten. Oder Ophiel. Keine Ahnung. Squeak. Ah. Immer weiter runter. Oh. Jetzt sind wir in der Schule. Geh nach Hause. Dieb, krepier doch. Ja, filthy thief. Geh nach Hause. Ich würde gerne nach Hause gehen, aber. Seht ihr ja, ihr lasst mich nicht. Fuck, okay. Das ist ein Schraubenzieher. Und eine Zange. Oh, Schraubenzieher. Ich kann mich noch erinnern, im Krankenhaus gab es ja die Platte, die verschraubt war. Nur ist das hier dasselbe Krankenhaus. Vielleicht steht da was anderes. Wir haben eine Zange, ich glaube, damit können wir wenigstens einen Schlüssel da rausziehen. Und zwar hier. So, Kamera drehen. So, oder? Ich vermute mal. Werkzeug zur Anwendung bei Metall und Drähten. Verrostet, aber brauchbar. Ja. Und schön rausgeploppt.
Das ist ein Schlüssel des Ophiel. Ophiel. Oh, hier stand Ophiel, ne? Nein. Da stand das andere. Balek. Noch mehr Türen. Ah. Hm. Abgeschlossen. Das hatte ich mir mal aufgeschrieben. Das habe ich immer noch hier, oder? Das ist dasselbe, ne? Lydia Findlay. Ja. Okay, das habe ich schon mal. Das. Das ist ein Ouija-Board, oder? Okay, wir können hier noch nichts machen, deswegen lass es jetzt. Was denn? Oh Mann, Rätsel über Rätsel, was ist los hier? Waage 2, ist das Krebs 10? Soll es Widder sein? Oder Steinbock 4? Vermute mal, das sind die Sternzeichen. Fische ist 0. Was? Stier? Zwilling? Sind das jetzt wirklich die Sternzeichen Monate hier oder was? Da habe ich doch keine Ahnung, was ist. Leute. Stier, Zwilling und... meine Mutter könnte mir jetzt hier aushelfen. Nee, da müsste ich mal nachgoogeln, keine Ahnung. Oder halt raten. Ich glaube, ich google das aber mal nach. Weil jetzt hier die ganze Zeit raten. Wenn es die Lösung ist. Aber erst gucken wir mal hier ein bisschen. Klemmt, 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 klemmt. Oh, hier haben wir vielleicht eine Erklärung. Namen sind in eine Steinplatte gemeißelt. Die Liste vom Sensenmann. Anzahl der Köpfe ist korrekt. Jung und alt in einer Reihe geordnet nach dem Lebensalter. Dann öffnet sich der Pfad, sie erwartend, der Aufschrei des Wahnsinns, das Fest des Todes. Okay, also wir haben, glaube ich, schon mal eine Lösung für das eine Rätsel hier. Jung und alt. Sind das dann die Anfangsbuchstaben? Ich guck mal kurz. der ist der Jüngste. A-L-E-R-T. Alert. Nein, ist Alert, ne? Das hört sich richtig an. Yay! Die Nummer seht ihr dann, ne? Lydia, Trevor, Albert, Roberta, Edward und jung bis alt ergibt Alert von den Anfangsbuchstaben. Das war easy, aber das andere, keine Ahnung. Da müsste ich raten oder gucken. Guck mal, denn hier ist doch ja nichts. Oh, schon wieder die Leichenhalle. No! Da ist ein Amulett von Salomon. Okay. Bringt uns, glaube ich, noch nichts. Oder? Oh oh. Harry? Lisa, what's the matter with you? I get it now. Why I'm still alive even though everyone else is dead. I'm not the only one who's still walking around. I'm the same as them. I just hadn't noticed it before. Lisa. Stay by me, Harry. Please. I'm so scared. Help me. Save me from them.
Please. Harry? Lisa? Gepaart mit der Mucke tut die mir voll leid. Wollen wir nochmal reingehen gucken? Geht sogar. Lag da vorher nicht, ne? Da ist ein Tagebuch auf dem Boden. Bitte den Arzt, mich von der Pflege dieses Patienten zu entbinden. Es ist zu unheimlich. Noch am Leben, aber mit unheilbaren Wunden. Habe dem Arzt gesagt, dass ich kündige. Will nicht mehr in diesem Krankenhaus arbeiten. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern kommen sie herein. Zum Krankenhaus. Ich fühle mich schlecht, muss erbrechen. Aber nichts kommt heraus. Erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließt aus den Wasserhahnen in der Toilette, aus dem Wasserhahn. Ich versuche es zu stoppen, aber der Hahn lässt sich nicht zudrehen. Brauche Medikamente. Hilfe. Damn. Das andere Rätsel. Hier, jetzt habe ich hier ein Dings auf. Also Waage. Waage. September, Oktober. Okay, das stimmt nicht. Da muss man irgendwie anders drauf kommen. Waage. 2. Ische 0. Oh, 2, 4, 6, 8, 10. Vielleicht die Gebeine. Fische haben 0. Eine Waage, ja. Waage, eine Gebeine, 2. Machen wir mal. So, was hat denn der hier? Der hat dann 6, oder? 2 Arme und 4 Beine. Zählt der Schwanz dazu? Wir machen einfach mal 4. Behalten uns aber im Kopf den Schwanz. Und die haben 2, 4, 6, 8. Hey, okay, dann hat das doch nichts mit den Sternzeichen zu tun. Ich hatte hier schon eine Liste auf für die Monate und so, hätte ja sein können. Das ist ein Zeitstein. Mitnehmen. Hell yeah. Wir wissen auch direkt, wo wir den einsetzen müssen. Okay, ciao. Oh nein, das war falsch. Keine Ahnung, was da ist. Ich will es auch nicht wissen. Ich will einfach hier raus. Oh. Du hast mich dazu gezwungen, Lady. Wo war das denn? Hier? Hin? Da war es auch nicht. Hier? Nee, Alec. Hier war's, ne? Yes. Ups. Klopfen wir mal den Zeitstein da rein. Großer Stein mit Zifferblattmustern auf Säule und Astrologietafel.
Klingeling. Here's Harry. Boah. Das hätte gefährlich sein können. Da ist ein Schlüssel des Haggith. What? Das Wort Haggith ist in den Schlüssel eingraviert. Das ist ein Haggith. Haggith. Es gibt keine Tür mit Haggith. Es gibt nur den Vogelkäfig. Probieren wir den mal. Hast du irgendwo schon mal gehört, Haggith? Und vielleicht einfach so usen? Oh oh. Nee, wo war denn bei hier noch? War hier noch einfach eine verschlossene Tür mit Haggith? Das Fahrleg ist abgeschlossen. Eine Tür verpasst. Nicht. Hier gehen wir wieder raus. Hier war die Rätseltür. In der Leichenhalle war auch nichts. Oder? Ja, nee, hier wieder raus. Aber den Schlüssel des Hecke. Von hier sind wir doch gekommen. Oh, das war ja alles. Von hier kommen. Naja. Aber in die zweite Etage. Ui. Wir haben ja die Muni. Das ist ein Emblem des Merkur. Oh, meine Ohren, ey. Gut. Oh, es ist nicht abgeschlossen. Sind wir jetzt wieder. Gott, ich bin Maximus Verwirrtus. Okay, wir sind wieder da. Ah, hier kommt man dann von der ersten in die zweite Etage durch eine Tür. Wow, okay, also. Wir sind wirklich im Nirgendwo. Schön, dass man sich sogar beim Schießen zurückbewegen kann.
Ging ja bis Resident Evil, keine Ahnung, Resident Evil 6 oder so, ging das nicht. Okay, Pistolenmuni. Oh, Piss. Was ist das denn? Das ist eine Kamera? Oder? Fotomodus oder was? Selfies machen. Nicht verwendbar. Den Muni haben wir noch, mal schnell checken. Oh, 150. Okay, wir haben eine Kamera. War schon jetzt schon überall. Da kommt man. Hier. Hier erst linke Seite, dann rechte Seite. Oh, hier ist die Platte. Mal sehen, was da drin ist. Das sind Schlüssel. Strom fließt durch Schlüssel. Ich bekomme einen Stromschlag, wenn ich ihn jetzt anfasse. Okay. Oh. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie einen Generator oder so finden, den dann ausmachen. Hier nochmal ein Ründchen und dann mit dem Aufzug in die dritte, glaube ich. Hoffentlich sind wir dann in irgendeiner magischen Weise dann doch im Keller. Klick. Okay, das sieht nicht wie ein Keller aus. Ups. Sieht wie ein Altar aus, was die wohl verehren. Das Licht für die Zukunft. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Oh mein, der so ein... Oh, was ist das denn? Keine Ahnung, rühre ich nicht an. Ist genau dasselbe. So ein Hint oder so? Licht, Finsternis. Haben wir ein Feuerzeug? Nö. Das Licht, das die Finsternis nicht durchdringt. Ich glaube, wir können hier noch nichts machen. Dunkel kann damit nichts interagieren. Vielleicht ein Foto von den Bildern machen? Kamera mit. Nee. Das Licht für die Zukunft. Okay. Klick, klick. Das Licht, das die Finsternis durchdringt. Hier müssen wir jetzt einfach die Symbole nachmachen. Ich mal mir die mal kurz auf. Machen wir hier. Ja, das ist so. Das ist. Zack, zack, zack. Und das zack, zack. Linke Tür ist zack, zack, zack. Und
Probieren wir mal aus. Das war so. Dann war das hier so. Und das letzte war. Bam, 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 bam. Sehr nice. Machen wir schnell noch die hier auf. So. Gehen wir erstmal ins Licht. Sieht nicht nach Licht aus hier. Das ist ein Vogelkäfigschlüssel. Mal ganz genau, wo der hingehört. Lesen wir erstmal das hier. Oh, dasselbe. Ermittlungen festgefahren. PTV-Dealer immer noch auf freiem Fuß. Weitere verdächtige Todesfälle. Wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt ein Rauschgiftfahnder an plötzlichem Herzversagen mit unbekannter Ursache. Gibt es andere? Sie ist ziemlich alt. Großbrand in unserer Stadt. 6 Häuser zerstört. Verkohlter Körper von Alessa Gillespie, 7. Im Anschluss gefunden. Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Oh. Nach den Ermittlungen war der Brandherd im Keller des Gillespie-Hauses. Brand höchstwahrscheinlich durch Versagen eines veralteten Heizungskessels verursacht. Das Datum des Brandes fällt auf denselben Tag, an dem wir Cheryl gefunden haben. Das hier unten kann man gar nicht lesen. Okay. Die Lesben. Tagebuch von der Krankenschwester hat ja auch so viele Wunden, dass sie nicht heilen und so. Und ging es ja ziemlich heftig zu. Katsching! What? Achso, ja, hier durch. Und dann, wo war der Käfig? Direkt links, ne? Ui. Nein, nicht hier. What? War hier nicht direkt gegenüber eine Tür? Gott, ich bin wieder lost. Was ist das denn hier? Hä? Oh no. Ich bin lost. Keine Ahnung, wo wir sind. Hä, aber hier ging es doch zurück. Oh Gott, nein. It's Shotgun Time. Lauf doch, Harry. Harry. Schieß. Harry, mach irgendwas. Fass mich nicht an. Ich bin vergeben. Nicht schlitzen. Gut, waren wir noch genau im falschen Raum. Freeze, Motherfucker. Okay, hier ist keiner drin, sehr gut. Aber der Vogelschlüsselkäfig verwendet. Da ist ein Schlüssel des Farlek. Konnte man noch mal safen? No. Gleich hier. Da gehe ich jetzt gleich rein. Oh, hier war ein Safe-Punkt. Ich würde sagen, wir safen hier. Nowhere. Sind wir immer noch in Nowhere? Wir sind immer noch in Nowhere. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter und das ist dann wahrscheinlich auch der letzte. Ciao, ciao!
Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.